Heute ist die letzte Etappe der Bike Transalp 2019. Besonders ist, dass es ein Teamrennen ist, macht es sehr speziell. Also man muss sehr gut zusammen harmonieren, es muss alles passen und das macht es eigentlich doppelt so schwer. Die Etappe sieht sehr hart aus mit steilen Anstiegen und auf jeden Fall werden die Centurion-Jungs nochmals alles versuchen, uns irgendwie herauszufordern. Darauf sind wir vorbereitet und gefasst. Ja, bei Kilometer 20 ist leider im Ortsein Freilauf kaputt gegangen, sind aber dann trotzdem eigentlich gut wieder ins Rennen zurückgekommen und dann zum Schluss einfach nicht mehr genug auch Körner gehabt, um dagegen halten zu können. Ja, schade, noch eine Woche, dass wir so auf den zweiten Rang zurückfallen. Es geht weiter, so ist halt der Sport.